Oh. Na denn. Was sagt uns jetzt das Cover? Also hoffentlich redet das mit uns und sagt mir, du musst noch das und das machen. You have to do this. Ah, erstmal Geldprämie. Neue Ware, schon wieder, Alter, Mann. So. Das ist ja ganz spannend, aber... Fahren wir mal diese schönen Drift. Weil er versteckt ist. Aber ich habe ja gesagt, mal schauen, wie sich die Kiste jetzt driften lässt, weil die ja wieder ein bisschen aufgetunt mehr Gas gibt. Weil eigentlich driften, man sollte so nicht mehr als 100 km/h in die Kurve reinfahren, weil sonst fliegt man einfach drüber raus. Hält einfach so. So. Rekord 300. Also nee, X1, also Sammel X2 mit 300. Machen wir mal. Und damals auch schon. So, ja, Soße. Ich hoffe mal, dass ich mich schon abgesetzt habe, weil die anderen sind ja total für die Tonne, denke ich mal. Oh, nein, nein! Alter, ich habe 35.000 verhauen. So, aber jetzt den kriegt man hier. Machen wir den mal jetzt genau zu Ende. So. So. Ah. Die Kiste lässt sich driften, du. Das ist ja mal genial. Oh, es kommt jetzt ja. Ja, dann machen wir halt einen neuen Rekord. Ja, ja, so 50.000. Alter. Ach, die 865, oh, nee. Naja. Die sind ja egal. Auf jeden Fall kann ich mit den Typen hier von der Geschwindigkeit da mithalten, der es wieder so lange braucht. Da habe ich dem Typen vor mir, also der vor mir fährt, gerade ein paar Punkte geschenkt, indem ich den ein bisschen gedreht habe, aber naja, gut. So. Ah, ja. Ich denke mal, das soll ja alles ungefährdet sein, die 300 Rufpunkte. Ab. So. Ach, los, komm. Aber wenn der mich jetzt abgedrängt hätte in die Leitplanke, dort, dem hätte ich was gehostet. So. Ah, 100.000 schon. Oh. Das hat doch noch ganz gut geklappt. Das war relativ eng gewesen. Ei, 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 ei. Na gut, aber wie gesagt, ich kann jetzt... Oh, oh, Gottes Willen. So. Schade, dass der erst so eine bestimmte Gradzahl, wo man aber wieder in die richtige Richtung fährt, das auslöst mit dem Driften. Da hat man ja gerade gesehen, für die falsche Richtung gefahren, eigentlich auch gut gedriftet, aber er wollte nicht. Ach, verdammt, ey. Beeil dich. Ja. Ich finde immer dann, wenn man dann so eine schöne Sammel-X-Anzahl Punkte hat, also das macht Spaß. Ja. So, ungefährdet mit 100.000 Punkten Vorsprung. Die Zeit sagt, dass jetzt die erste Folge zu Ende sein müsste. Und Webmaster, ich schneide das genau so, dass ich mit dem Satz anfange. Ja. Ah, es wäre cool oder auch nicht. So, einen versteckten Drift. Ich habe wieder ein bisschen Geld bekommen. Ich habe neues Fahrwerk, das Fahrwerk. Aber erstmal habe ich ja noch einen weiteren Drift. Und wieder so ein Billo-Drift, ey. Eieieiei. Ich hätte gerne mal eine Herausforderung bei den Drifts. Was ist denn hier los? Ich hätte sogar fast 200.000 bekommen, da ich den einen Drift, den 34.000, habe ich ja in den Sand gesetzt. Und dann kommt die mit den 49.000 ein. Lame. Habe ich schon lame gesagt. So. Das läuft doch schon wieder. Ein Wahnsinnstrift.
Ist das nicht Wahnsinn? Warum schickst du mich in die Höhle? Höhle. Set Red to the Max. Oh, oh. Jawoll. Ja. Ach du! Was? Ja. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen am Arsch. Was drehe ich mich denn hier so oft? Ich bin natürlich wieder Erster, aber man muss sich ja nicht die ganze Zeit drehen. Das ist ja zu kotzen. Nur so die Hälfte der Zeit drehen, das wäre doch mal was. Naja, aber ich denke mal, hier ist alles ungefährdet. So. 3600. Ah, jetzt haben wir mal wieder eine Stufe hoch. Und zu langsam. Ah, verdammt, deswegen ist wieder runtergegangen. Ist halt immer ein bisschen schwierig, aber. Ja, was heißt schwierig? So. Oh. Puh, das war knapp. So, 110.000, ja. Mal sagen, schon gewonnen. So, der erste ist schon im Ziel. Ja, so schnell kann es gehen. Achso, die ersten beiden und einer ist noch irgendwo hinten auf der Strecke. Man macht mal so wie die und fahren hier durch. So, ja, jetzt weiß ich, warum die nur so wenig Punkte machen. Wie kommt das denn bloß? Aber wir schaffen es gar nicht mehr ins Ziel, ne? Oder, alles kommt. Und jetzt mache ich rein, crashen hier. Batz! Naja. 53.000, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ist alles safe. Alles safe. Gibt's nichts zu meckern dran. So, heißt also, dass wir uns jetzt mal überlegen, was nun kommt. Ich wollte ja mal kurz beim Autohändler vorbeischauen. Chrom und Flammen, muss ich sonst noch was sagen? Nö. Hol dir den Sieg und du bist auf der Titelseite. Ey, ist ja kleiner Nähe, ne? Yep, ja. Bei Megaloparz. Da können wir mal kurz zu Megaloparz gehen. Oh, wegen Fahrwerk. Da kriegt man noch hier so ein bisschen was raus an Handling und minimal Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit. Weil Sportfahrwerk macht schon was aus, wenn zum Beispiel tiefer gelegt ist. Und genau, wir haben mal wieder einen Sprint dann zu fahren, so gesehen. Das heißt, ja, man muss erst zum Fotopunkt fahren und selber Foto machen wahrscheinlich. So, dann schauen wir mal nach dem Fahrwerk. Fahrwerk. So. Ja, doch. Nein. Komischerweise ist das Fahrwerk nicht da. Aber es heißt sonst nichts Fahrwerk, aber. Ja, klingt natürlich so, als ob ich es gewusst hätte, natürlich, weil mir der PC mal wieder abgestürzt ist. Prost, also nicht dass der PC, das Spiel ist mir abgestürzt, weil es ja immer noch unrund läuft. Also es geht, aber es läuft unrund. Und das ist nicht ganz so prickelnd. Dann haben wir jetzt halt kein Fahrwerk, weil wegen ich hasse dich auch. Und ja, dann werden wir uns mal hier zu dieser netten Fahrt einlassen. Oh. So, 3 Minuten 20 und. Nein! Wieso immer ich? Oh Gott! Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich darüber enorm nicht. Sehr grauenvoll. Lass mal die Heiz hochfahren. Was auch grauenvoll und ungewohnt gerade war, ist, dass ich 60 FPS hatte beim Spielen. Das ist ja hier relativ selten. Aber schon nachdem wir 300 Meter gefahren sind, ist es wieder schrecklicher. Herrje. Nun gut, wir haben sogar schon ein bisschen Nitro dazu bekommen, sage ich. Ah, oh, Leute, nimm dein scheiß Mazda da weg. Ach, nee. Gut.
Sehr schön. Ich denke mal, wir fahren links lang. Das mag ich zwar genauso nicht, aber ist ja egal. Mich hat ja keiner gefragt. Ich wollte ja nicht dort hochfahren, aber ja, machen wir das halt. Weil wir dürfen dann natürlich auch wieder runterfahren. Da freue ich mich natürlich auch schon wieder so besonders drauf. Genauso wie, dass ich hier fast auf der Seite fliege. Aber, also jeder hat ja halt seine Hobbys. Ich fliege gerne auf die Seite. Auch im wahren Leben, gerade beim Laufen. Zack, kommt die Windböe. Da kam ja letztens erst hier Sturmtief. Und schon ein bisschen umgemäht. Ja, und das ist natürlich dann nicht ganz so prickelnd, wenn du, ja, wenn du auf dem, das heißt Berg wohnst. Und zwar die Innenstadt in Gürlitz ist ein bisschen erhöht gelegen. Das heißt, du kannst zur Hochschule fahren. Und ja. Und mit dem Bus kannst du zur Hochschule fahren. Aber das bringt nicht viel, weil du läufst ungefähr eine Viertelstunde. Und wenn man halt eine Viertelstunde runterläuft, kann man einfach oben am Berg abspringen, Arme ausbreiten, natürlich noch ein Batman-Kostüm anhaben, das wäre natürlich ganz sinnvoll, und dann bis runterfliegen zur Hochschule. Könnte man, das Problem ist aber, ja, das Batman-Kostüm, damit kann man natürlich nicht fliegen. Weil, hat man ja schon festgestellt, SpongeBob zum Beispiel, kann ich mich noch die Szene erinnern, die haben das auch schon mal ausprobiert gehabt bei SpongeBob, da ist er auch wie ein Stein nach unten geflogen. Komischerweise, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil eigentlich müsste das doch funktionieren, so wie es im Film ist. Nicht. Tja, dann eben nicht. So, wo ist jetzt hier das schöne... Rechts weiter? Ah, jetzt darf ich auch ein Foto machen. Yeah! Du hast es geschafft. Du bist auf dem Cover von Chrom und Flammen. Ich bin auf dem Cover von Chrom und Flammen. Es sieht gar nicht mal so doof aus, ne? Was will ich da jetzt großartig machen? So, ich finde es total toll aus, ne? Immer. In jedem Fall. So, und was jetzt nun? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt noch 4 Rundkurse, 4 Sprints und ein Street X. Das ist jetzt nicht viel, aber das reicht für, ja, keine Ahnung was, aber ist ja egal. Wir haben was zu tun und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, was machen wir da drüben, schaffen wir es ja irgendwann noch in den 5. Stadtteil. Aber so langsam müsste man das ja schaffen. Das kommt ein, verdammt. Ah, doch, geht. Geht alles gut. Man muss nur Auto fahren können, das kriege ich nur bedingt hin, ja. Ist schwierig, ganz schwierig, ne? Aber man merkt natürlich dann auch, ich habe jetzt nie auf die Zeit genau geschaut, wie viel ich bis hoch gebraucht habe, aber runter geht es sowieso schneller, ne? So, ja, das mit ihm runter geht es schneller, das überlegen wir uns nochmal. Nee, glaub nicht. Aber irgendwie ist gerade viel mehr Verkehr, das kotzt mich dezent an, weil andauernd tut... Ja, auf der perfekten Linie fahren irgendwelche dämlichen Autos rum. What the fuck war das gerade? Also man merkt wieder, Need for Speed ist das bugfreiste Spiel ever. Wenn man zum Beispiel das neue Need for Speed, keine Ahnung, wie das, wie der Zusatz zu dem neuesten Need for Speed heißt. Aber das habe ich auch schon wieder zugesehen. Das war zum Verkaufsstart komplett verbuggt. Also quasi unspielbar. Ist natürlich auch wieder ein super Fail gewesen. Aber nun gut. Was will man mehr? Ein funktionierendes Spiel, ne? Oh, ach, kann mir bitte jemand erklären, warum ich unbedingt dieses Rennen fahren will? Das ist doch schon wieder... Ach, sehr schön. Nicht. Überhaupt nicht. Wieso da? Wir fahren wenigstens in die Richtung, ist eigentlich total egal, aber ja gut. So, mal schauen, ich möchte die jetzt gerne ohne Nitro abziehen. Ob ich das schaffe, naja, wenn ich vielleicht irgendwann mal keinen Autounfall baue. So, jawoll, das hat doch gut geklappt. Oh. Wieso kam hier gerade ein Grafikfehler?
Das wäre fatal, wenn jetzt hier Grafikfehler kämen. Ich hoffe mal, dass die nicht im Video drin sind. Weil, na, sieht meistens komisch aus. Aber ist ja eigentlich auch so, Grafikfehler deuten ja auf eine zu warme Grafikkarte hin. Das kann ich mir aber eigentlich relativ seltsam gar nicht vorstellen, weil das Spiel, das fordert die Grafikkarte oder nicht. Der will mir ja nicht ernsthaft erzählen, dass der GTX 770 mit 4 GB dann schon beansprucht wird. Die wird hier Däumchen drehen, gerade meine Grafikkarte. Also von daher, naja. Ist ja auch nicht dauerhaft, von daher, Arschlecken. So, bisher habe ich mein, sagen wir es mal, Soll gehalten, dass ich kein Nitro benutzt habe. Das ist schon mal positiv. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich da keine crashed habe. Also spätestens, wenn ich crashe, dann sollte ich wohl Nitro benutzen. So. Aber mit 1,7 Sekunden Vorsprung ist man jetzt auch noch nicht ganz so gut dabei. Oh. Naja, ein bisschen Ping-Pong spielen, ne? Weil man muss erstens sagen, man kriegt ja Rufpunkte für, weil gerade bei Rundkursen viel schwieriger als bei Drag oder sowas. Bei Drag reicht meistens so ein Vorsprung von so einer halben Minute, halben Sekunde ist es. Dann gewinnt man da 300 Rufpunkte, aber bei einem Rundkurs brauchst du schon mal so 10 Sekunden oder sowas. Logischerweise, weil das länger ist, aber heißt ja nicht, dass ich da besser fahre. Das mit den 10 Sekunden bei Rundkurs zu schaffen, ist ja, schwieriger, gerade wenn du so einen Rotz da hast. Ah, Junge. Ich bleib Erster hier. Und fahre nicht dagegen. Patz. Ach, Mann, nee. Jetzt habe ich dem zwar noch was mitgegeben, aber. Sinnvoll war es nicht. So, das war. Und. Ah! Nein! Verdammt, ich wollte ihn drehen. Na gut, dann. Naja, werden wir wohl doch mal in der zweiten Runde unser Nitro verwenden. So. Und. So, du hast kein Nitro mehr. Oh, du hast kein Nitro mehr. Tschüssi. So läuft das doch hier, oder? So, ja, 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 ja. Also, es ging gerade ein bisschen schnell, muss ich dazu sagen. Also, ja, so ist es auch wieder nicht. Aber vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Aber was ist denn ja schon wieder hinter mir? Hat der irgendwie Hummeln im Hintern oder sowas? Bildliche Vorstellung, nicht schön, denke ich mal. Oh, nein! Der ist ja direkt hinter mir, ne? Ja, er ist direkt vor mir. Dankeschön, dass du mich angeschoben hast. Alter Falter, ey, jetzt geht's ja aber rund. Wenn ich hier nur 0 Rufpunkte kriege, okay, dann wäre es natürlich gerechtfertigt, weil ich ja in den Heiz fahre und ich die Heiz einfach mal nicht fahren kann, aber trotzdem. So, du Juppie. Verdammt. Aber trotzdem die Kurve besser bekommen als der. Ja, ja, wer bremst, verliert ja, ne? Oh je, aber ich darf natürlich ja nie am Ende der Strecke wieder ein bisschen verkacken. Das wäre natürlich doof. Am besten würde ich den drehen, aber ja, wenn ich mal dazu kommen könnte. Problem natürlich auch, ich müsste ihn drehen. Ja, da muss er erstmal vor mir sein. Hm, ganz einfach, ne? So. Ach, da schaltet er nochmal einen vierten zurück, ey. What the fuck? Okay, dass er jetzt nochmal einen vierten zurückschaltet. Ja, gut, okay. Das verstehe ich ja gerade so noch, aber nur ganz knapp. Ist halt schwierig, ne? So. Ah, nee, das gibt keinen Knopf vorbei. Das war vielleicht ein bisschen zu weit außen, aber. Nee, nee. Passt schon so, ne? So, jawohl.
Mach's nach hinter mir, du Klaus. Okay, das kann er besser. Aber jetzt kommt hier gleich diese komische Kurve, wo man den eigentlich mal in so eine Einfahrt... Ja, den müsste man einfach mal in so eine dumme Einfahrt drängen. So eine zum Beispiel, aber... Das geht schon mal besser, sehr gut. Ja. Also so langsam wird das was hier runter zu. Man muss halt nur wissen, wo die Stellen sind, die ein bisschen schwieriger sind und ja... Die habe ich identifizieren können, ja. Ja, ganz einfach war das, aber... Vielleicht bekomme ich ja sogar noch 100 Rufpunkte. Wäre das nicht was? 100 Rufpunkte, ne? Na, ah, du Hund! Alter! Na, nein! Du! Bimbo! Das kann nicht sein, ey. Neu starten. Oh, Leute, ey. Bin ich die ganze Zeit diese dämliche Strecke gefahren?